Willkommen zurück zu einer neuen spektakulären Folge Hand-Mund-Mann mit einem Mann, der anscheinend seine Hände und seinen Mund kontrollieren kann. Kreis. Anscheinend, ich kann mein Inneres. Hallo, guck mal. Ich bewege meinen Mund. Schau mal, nein, gar nicht. Bewegst du gar nicht. Bewege ich jetzt? Ja, jetzt. Hallo, mein Freund. Willkommen auf der russischen Farm. Hier arbeiten wir nur mit Wodka. Komm, ich kitzel dich ein bisschen. Wie kann ich denn nach oben? Guck mal, ich tätschel deine Glatze. Warte, ich mach Finger unter die Kinn. Hallo. Was ist das? Damit beschäftigen wir uns schon seit Stunden. Es ist wichtig für die Forschung. Es ist sehr, sehr wichtig für die Forschung. So, ich brauche jetzt hier diese Lampe. Na, da sind wir stehen geblieben beim letzten Mal. Ach so. Nehme ich diese Lampe hier und leuchte dir den Weg. Okay, soll ich erst die Mistgabel holen? Es wäre gut, eine Gabel dabei zu haben. Oder einen guten alten Brechi. Der gute alte Brechi. Es gibt hier nämlich sehr tödliche, unangenehme Hühner in der Gegend, habe ich mir sagen lassen. Russische Hühner sind gefährlich. Die sind randvoll mit... Hier, das eine mussten wir schon totpieksen. Kann man es mitnehmen? Kann man auch das Huhn nehmen? Warte mal. Machst du lecker essen? Ich schau mal, ob wir es mitnehmen können. Alter. Ich leuchte. Ich mache Huhn. Komm, Huhn. Komm mit. Huhn. Das ist Bascha, mein Huhn. Mein Huhn Bascha. Mein Huhn Bascha ist sehr gut und sehr lecker. Mach mir Kies mal eben die Monetarisierung weg. Hör auf, lass Baschas Popoloch in Ruhe. Ich kann Bascha nicht packen. Jetzt. Komm, Bascha, komm mit. Jetzt nimm es doch endlich. Ja. Ich hab's. Ich hab Huhn! Ich hab Huhn! Ja, wir leben! Wir überleben! Oh, komm, ich mach Huhn wieder. Es klebt an meiner Hand fest! Lass los! Bascha klebt. Was ist mit Bascha los? Bascha ist ab und zu sehr klebrig. Bascha riecht merkwürdig und klebt. Klebt. Kleben. Huhn klebt. Huhn klebt. So. So, hier ist Stein. Der gute alte Stein. Hast du irgendwas zum Kämpfen? Weil du bist der Mann, der kämpfen muss. Wo bist denn du hingegangen? Bin ins Haus. Ach so. In der Hutten. In der Hutten? Ja, ich hab hier... Oh nein, die Tür ist zugefallen. Leider die Mistgabel aus der Hand gefallen. Oh nein, die ist doch jetzt weg, oder? Ist sie jetzt in einer anderen Dimension? Ja, ist sie. Na, da liegt sie doch hier. Nein. Aber sie ist für mich nicht greifbar. Ist meine Taschenlampe ausgegangen? Weiß ich nicht. Oh nein, die hat keinen Akku. Wie, die hat keinen Akku? Wie sollen wir denn ohne Lampe leben? Warte mal, ich muss da nochmal gucken, ob ich die ankrieg. Lampe, gehst du an? Ja, sie geht noch an. Alles gut. Okay, Lampe repariert. Okay, warte, ich muss... Hab's im Griff. Wie kann ich jetzt... Ich muss meine Hand so machen? Ja, du musst so in Angriffsmodus. Genau, ja. Genau, das ist doch eigentlich ganz gut. Dann gehst du halt immer ein bisschen runter. Hühner sind halt niedrig, da musst du halt auch auf ihr Niveau, auf Huhn-Niveau. Mach ein Huhn? Okay. Weil hier ist, glaube ich, noch irgendwo Huhn. Ja, hier, in der Ecke. Wo? Schau's dir an. Hier, voll bedrohlich. Ich sehe einen Schlüsselkey. Ich auch, aber warte. Und einen Arm. Mach erst Huhn tot. Dann hier an die Seite rein, hier. Wo ist es? Ich leuchte, du stichst. Okay. Horror-Hühner-Simulator. Was zur Hölle? Ich hab's erlegt. Das sah so dumm aus. Oh Gott, sah das dumm aus. Ich hab gemacht Bascha kaputt. Guck mal hier, Mr. Bascha. Hier ist Schlüssel. Leg mal die Mistgabel vorsichtig hin, nicht, dass sie wegglitscht. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. Leg sie vorsichtig hin. Wie soll ich Guck mal, wie ich meine Hand halte. Ja, sie ich ist bin weg. Vor der Leuchtenakrobat. Nee, da liegt sie so halb. Man kann sie noch rausziehen. Sicher? Ich seh hier noch einen Stängel. Wo siehst du den Stängel? Hier, ja, da. Ja, jetzt hast du sie irgendwie. Jetzt sehe ich einen ganzen Stängel. Okay. Nicht draufsetzen, Vorsicht. Vorsicht, Gabel. Pass auf bei rückwärtslaufenden Haus. Ah, du hast was war das? Da war ein Skorpion drin. Wie, da war ein Skorpion drin? Da war ein Skorpion drin. Zieh mal die Schublade auf. Da war ein Skorpion drin, ich schwör. Ich mach die nicht mehr auf. Ich sehe nichts. Soll ich denn... Hier rein. Naja. Naja. Schieb ihn rein. Ja, gemacht Schlüssel. Und jetzt dreh. Warte.
Die Hand kannst du ja auch noch drehen, ne? Ja. Aber erstmal, ich muss greifen. Also seitlich. Nein, mach sie so seitlich. Dreh die Hand zur Seite. Genau so. Und dann greifen. Ich habe noch nie gemacht Schlüssel gedreht in mein Leben. Noch nie. Ich habe gedreht die Schlüssel. Bei uns gab nie Haustüren. In meinem Dorf ich nie gehabt die Tür in Haus. Aber bei Bruder Bilow. Bruder Bilow hatte Käfig. Wir haben nie aufgekriegt. Ai, was ist? Ich kann nicht. Aha. Greifen. Ich will. Aber. Oh, Mann. Er greift nicht. Du musst näher ran, du bist auch voll weit weg. Ich kann nicht noch näher ran. Die Hand, die Patscherhand näher ran. Jetzt drehen. Oh. Noch nie habe ich so professionell. Jetzt zieh mal hier auf. Warte. Hand muss erstmal konzentrieren. Hand. Ich kann nicht sehen. Mein Bruder. Was ist mit meiner Hand? Ach da. Vorne ist sie doch. Ah! Du musst es aufmachen. Ist doch... Oh nein. Nein, ist es nicht. Okay, runter mit Hand. Geh nach vorne genau, mit Hand. Ja, jetzt greif, reiben. Du musst reiben am Nippel. Reiben bis die er, Tür? Bis er ein bisschen größer wird. Okay, jetzt Achtung. Ja. Ich mach Zug. Ja. Ja, und jetzt hier noch ein bisschen so zack, schön. Warte, auf. Leuchte mal, wo der Stock ist. Hier Stock? Ja, von der Gabel. Die Tür geht wieder zu. Nein! Hier. Ich muss nehmen. Hier ist Gabel. Nicht, dass wir. Gabby Gabel. Nicht, dass wir Gabby Huhn finden und Gabby Huhn macht. Das ist so ein Belüftungsloch in deinem Hemd. Unter den Achseln, ne? Das ist so ein Russian Lifehack. Ich sehe gar nichts. Wo leuchtest du eigentlich hin? Hier, guck mal, wir brauchen jetzt einen Kreuzschlüssel. Hier rein. Hier ist was. Sargschlüssel. Wie Sarg? Du musst hier hin. Der Sack. Leg mal die Gabel wieder vorsichtig hier irgendwo hin. Vorsichtig gibt's ja in dem Spiel nicht. Vorsichtig, behutsam, flach auf den Boden legen. Da hab ich. Ja, na also, geht doch. Genauso habe ich das gemeint. Leuchte mal den Schlüssel, ich sehe halt nichts. Ich sehe halt auch nichts, weil die Taschenlampe mittlerweile so verdreht ist. So, jetzt hier. Hand muss nach außen. Oh. Näher ran. Noch näher ran. Ich bin nah dran. Oh Gott. Was tun wir uns hier an, Ich weiß auch nicht. Ich will nur nochmal ganz deutlich betonen, Kreis stiftet mich dazu an. Hier liegen noch. Bei mir gibt es normalerweise seriöse Let's Plays. Ja. Ich bin einer von diesen seriösen Let's Playern. Ja, der Kanal ist als ultra seriös eingestuft. Guck mal, im Schatten sah es aus, als hätte ich einen Schniepi gerade. Ich habe gestern erfahren von YouTube, dass ich auf dem gleichen Niveau eingestuft bin wie Al-Qaida. Okay. Die IS und ich, wir teilen uns eine Einstufung, was die Trustability angeht. So. Ja. Jetzt ein schöner Handgriff. Perfekt. Jetzt mach auf, aber wir wissen nicht, was da für Grauen drin lauern, ne? Okay. Ich geh rein. Oh, fuck. Zahnbürste. Aber so eine komische russische. Wow, oh, was war das? Alter! Boah, ist ein Huhn ans Fenster gesprungen. Holy moly. Was stimmt mit den Hühnern nicht? Hier ist ein Schlüssel. Siehst du den? Ja. Der Kreuzschlüssel. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Der Kreuzschlüssel. Tiefer. Du musst tiefer rein. Ihn mehr touchen. Ja, sehr gut. Sehr gut gegriffen. Hier liegt noch eine Kassette. Hier liegen Kassetten, ja, irgendwo kann man bestimmt... Ja, wir können nochmal speichern dann. Damit du jeden Raum speichern kannst, ist das, glaube ich, gedacht. Das ist eigentlich ganz nett. Vielleicht sollten wir jetzt erst nochmal speichern gehen, bevor wir den Schlüssel drehen. Ja, aber schieb den mal rein. Reinschieben ist ja drin, oder? So. So, dann holst du Kassette. Wo ist Kassette? Hier drin. Weil hier ist auch eine. Leuchte mal hier auf die Theke. Ich glaube, hier lag auch eine. Ja, da. Nimmst du Kassette? Komm, hier drüben ist das Resident Evil Wunder-Wodka-Wasser. Aus Teil 7. Warum muss ich die ganze Zeit selber festhalten? Ja, klar. So, ich habe Kassette.
Wir machen Kassette von Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg. Bibi, du kennst nicht Barbara Blocksberg? Barbara ist Pornodarstellerin. Barbara Blocksbock. Blocksbock. Barbara Blocksbubs. Kennst du nicht? Er hat viereckige Quadrat, Zitzelech. Zitzelech? Oh Mann. Trink nur Fizibubelech. Trink nur Fizibubelech. Oh, jetzt muss ich hier wieder aufmachen. Warte mal. Hinlegen. Schön einmal hier mit der Hand drauf touchen. Wie geht Kassetten? Kassetten abspielen. Spul, spul. Ach, spul, spul. Manchmal muss man den Handwinkel so einsetzen. Ja, ab und zu muss man sich auch leicht abstützen. Leicht einen Stützer machen. Jetzt drin, jetzt wieder rein. Mit Patsche Hand machst du zu. Und dann Play. Nee, Record, oder? Record, ja, okay, Record, stimmt. Hast du Record? Ich sehe ja noch kein Speicherli. Ich auch nicht. Ich drücke an. Ja, tiefer. Tiefer. Ich kann nicht. Ich drücke tief. Hey, kann man nicht speichern. Warte, wie kann wie konnte ich nochmal einen einzelnen Finger machen? Nee, das ist der kleine. Der Rekorder funktioniert nur einmal. Nee, oder? Weiß ich ja nicht. Bin ja auch kein Handprofi. Ah, hier ist Zeigefinger. Jetzt? Irgendwas passiert? Ja, ja, hat gespeichert. Man musste schön mit Zeigefinger machen, kleine Kitzelei. Der muss auch leicht feucht sein. Hast du abgeleckt davor? Nee, ich hatte ihn in deinem Ohr. Oh Mann, das ist so ein dämliches Spiel, du. Also ich finde es eigentlich so das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ja, dieses Jahr hat ja auch, ne? Läuft ja erst eine Woche. Ja, eben. Spiel des Jahres, bisher. Ah, jetzt müssen wir hier ran. Spiel des Jahres, Handhorror-Simulator, Hand-Augen-Mund-Mann. Also ist es auf jeden Fall besser als das Inselspiel, was sie gemacht haben. Hand-Mund-Anos heißt das Spiel. Greift für kreative nicht. Jungs ab 6 Jahren. Komm, mach greifen! Ich kann nicht. Musst du griffeln? Jetzt. Griff rum. Boah, ich bin schon Türen-Profi geworden. Ich weiß nicht, wo die Gabel ist mittlerweile. Weiß niemand. Wir haben gespeichert. Wenn wir jetzt sterben, ist nicht so schlimm. Weiter auf. Oh, noch ein Schlüssel. Die haben es aber mit ihren Schlüsseln. Oh, guck mal, hier wäre ein Kassettenrekorder drin gewesen. Ach so, sehr gut. Hier ist Schlüssel. Was war das? Ich habe meine Lampe verloren. Ne, liegt da. Hast du mir irgendwie aus der Hand? Ich? Prügelt. Ja. Hat mir nichts zu tun. Aufheben von Lampe ist nicht leicht. Ist nicht leicht. Ich sehe nichts. Warte, jetzt. Moment, so. Habe ich ihn? Ich steck da irgendwie so nein, komisch. Nein, du hast ihn noch nicht. Jetzt. Jetzt habe ich ihn. So. Ich bin so froh, wenn ich meine Hand nicht mehr so verkrüppelt halten muss. Ich meine, die Leute, die sich das angucken, sind ja noch bekloppter als wir. Findest du? Verschwenden ihre weiß Zeit damit, sich das anzugucken. Wie zwei oder sie erwachsene Männer sich Türen aufmachen. Ja, aber guck mal, wir haben heute nichts gemacht, außer Türen aufgemacht. Mein Gelenk ist nicht gelenkhaft genug für diese Schlüsseldrehung. Ja, weil du komplett verdreht bist. Von oben, genau so. Und jetzt zart. Du musst es wie eine sensible Frau behandeln. Du kannst nicht einfach so dran rumschrauben. Aber ist russisch Blocksbock. Barbara Blocksbub. Blocksbub. Ich muss jetzt mal eben, warte, runter mit der Hand. So. Ja, genau. Und jetzt hier so. Und dann einmal schön die Kelle rum. So, müsste geklappt haben eigentlich, oder? Ja. Meine Hand ist ein wenig verdrillt. Ja, meine ist richtig verdrillt. Ah, Mist. Warte, ich muss von weiter weg, sonst geht das nicht. Schmierige Butterhände, ne? Ja, ich hab vorhin noch fettige Huhn gefasst. Ich hab fettige Huhn. Fettige Huhn. Wow, Vorsicht. Mr. Fettige Huhn. Oh, was war denn das denn wieder? Alter, das ist ein Zombie. Oder ein russischer Nachbar, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu unterscheiden. Ah, da, Bilov ist wieder aus Käfig. Oh, Bilov ist aus Käfig raus. Dass du wirst nie kriegen. Dass du wirst nie kriegen. Aber dann, er hat gekriegt. Er hat gekriegt. Und wir haben alle gelacht. Hier, Schlüssel. Hier kann man noch richtig schön daddeln, ne? Und ein Stift. Der braucht schon eine PlayStation 5.
Ja, mit Stift kannst du halt so John Wick-mäßig abgehen, glaube ich. So, Achtung. John Wick. Ich mache jetzt hier John Wick mit der Finger, zeige ich dir. Ich kann es nicht aufheben. Meine Hand ist nicht fingerig genug. So, warte, ich habe wieder die Lampe. Wow, 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 wow. Nicht, dass der hier gleich reinkommt, der Typ. Meinst du? Weiß ich nicht. So wilde Nachbarn, die denken, oh, ist wieder eingeladen zur Party. Boah, macht ihr Party, Jungs? So, jetzt habe ich den Schlüssel in einer guten Position. Glaube ich, zumindest. Moment, ich muss die Taschenlampe wieder neu justieren. Taschenlampe neu justiert. So, Moment. Rein das Ding? Ja, es ist also drin. Was war das? Weiß ich nicht, drin ist er. Bei mir ist gerade eine Tür zugegangen. Und jetzt, ich meine, du hast es jetzt schon wie oft gemacht? 8 Mal? Ich weiß es nicht. Aber es ist immer wieder neu. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Ja, ich glaube, ich muss mich hier ein bisschen zentraler hinstellen. Nippel durch. Ja, es ist wirklich, ne? Die Lasche ziehen. Man denkt, man hat irgendwas schon... Ah. Okay. Jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Ja, Paralympics ist dieses Jahr echt spannend. Das ist ein Papa-Olympics, Junge. Ich öffne die Tür. Oh Gott, da geht's in den Keller. Oh nein, 2 Glatzen und ein Keller. Ich kenne den Film. Ich kenne den Film. Du. Wow, wow. Ich bin da voll runtergerutscht. Oh, guck dir das an. Sehr rutschige Treppe, Junge. Hey, warte mal. Schau das mal an. Moment. Ja, ich hab's gerade gesehen, wie du da runterge... Oh, vorsichtig. Hier sind sehr viele Heizungen. Heizungen und Sicherungen irgendwie. Volles Labyrinth. Ist hier noch Kassettplayer? Hier ist Kassett, aber nix Player. Oh, hier. Sicherungen. Da muss einer rein. Braucht wenn ich. Guck mal, hier drüben geht's auch noch weiter. Wow, oh! Oh, was ist passiert? Oh, da kam ein Huhn und ein Klavier in Kombination. Chicken Klavier. Hier, ich habe eine Sicherung. Ey, das Spiel macht mich ja fertig. Warum spielen wir das nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Du hast gesagt, ey, Phasmus, kacke. Lass mal was Richtiges spielen. Du hast gesagt, hey, ich will noch tiefer sinken. Na. Können wir das hinkriegen? Können wir noch mehr verpönt sein bei anderen YouTubern? Und ich so, naja, versuchen wir es halt mal. Versuchen wir es, wir kriegen das schon hin. 2021, oh! Schlimmer geht immer. Ey, was kann man denn hier machen? Guck mal hier, ich glaube, du kannst den Kühlschrank aufmachen. Die Sicherung ist auf jeden Fall drin. Warte mal. Haben wir jetzt Licht? Ist es heller geworden hier? Ja, ne? Da ist ein bisschen Bigosch drin. Bigosch! Der alte Huhn. Brauchen wir das vielleicht, um irgendwie draußen Zombie zu füttern? Weiß nicht, vielleicht. Kannst du sowas mitnehmen? Kannst du sowas mitnehmen? Ich denke schon. Was ist das hier? Pangens. Bisschen Panse mitnehmen? Ja, ich habe Pansen dabei. Ja, lecker. Lass mal hier noch weitergehen. Ich mach einen Pansen. Oh, ich bin beinahe über so einen Teppich gestolpert hier. Voll fies. Aber Korsett ist ja, hier nirgendwo, da, ne? Da unten ist noch eine Sicherung. Ja, aber brauchen wir die? Ich weiß es noch nicht so genau. Was, wie viele Keller hat denn das Haus? Huch! Oh nein, wir sind glaube ich hier im Metzgerkeller. Hier brauchen wir irgendwas. Ich würde sagen, wir speichern. Weil hier so Code eingeben und so ein Kram. Ja, okay. Nimm mal hier deinen Pansen mit. Mein Pansen ist dabei. Soll ich, aber ich muss ja... Obwohl, warte, vielleicht kann oben ich ja... Oben war doch ein Speicherpunkt auch. Aber Kassette, war da auch noch eine Kassette? Ja, da waren doch richtig viele. Allein bei dem Zombie war doch auch eine Kassette. Kassetti Spaghetti war doch irgendwo hier. Hat man hier nicht irgendwo eine? Don't touch the Kassette? Ich weiß es nicht. Mal hier durch, also hier lagen auf jeden Fall noch welche rum. Das ist Kassettenplayer. Hier war doch auch noch irgendwo eine. Irgendwo war doch hier noch eine. Hier links dann, glaube ich, oder? Durch die Sargtür, oder? Ja, leg mal hier den Pansen irgendwo hin. Wieso? Mach mal, leuchte mal auf die Tür, damit ich was sehe. Hier ist eine, hier. Wo ist hier? Da, wo ich bin. Wo bist du? Hinter dir. Da. Wo ist Kassette? Da. Ah. Da.
Bei Toto Huhn ist Kassett. Also, guck mal, ich mache nämlich jetzt hier richtig skillige Moves. Krass, Alter. Skillige Moves. Aber, oh, mit der Hand kann ich nicht grapschen, oder was? Nee. Nee, das ist eine reine Deko-Hand. Das ist eine reine Deko-Hand. Das ist ja kacke. Du musst den Pansen halt doch irgendwie zurücklassen. Hörst du draußen den Zombie? Ich höre draußen noch Geräusche. Oh, ich sehe nichts mehr. Ist ja auch ein Zombie. Ja, ja. Bist du jetzt draußen? Ich weiß nicht. Lass erstmal speichern gehen. Ja, ja, lass speichern. Wo denn? Komm mit. War hier. Ah, hier unten liegt auch noch eine Kassette. Ah, die sehr gut, unten. Okay. Also wir haben noch ein paar mehr. Erstmal hier drauf drücken. Geh doch erstmal weg. Legst du einfach hier so oben drauf. Nehme ich mal mit der anderen Hand. So auch gehen. Drücken. Aber es ist da irgendwie kein Feingefühl, weißt du? Es ist wie, keine Ahnung, bremsen mit links. Kann ich. Siehst du? Jetzt reinlegen, das alte Schlapperding. Schlapperdu. Schlapperding, Schlapperdu. Also wo war nochmal der... Ja, hier neben dem gelben. Der Kraulfinger? Ich nehme... Oh. Der Kraulfinger? Ja, aber nochmal hier den... Ja. Ja, Treffer. Es ruckelt, es leckt, das ist immer gut. Puh, okay, nice. Da unten halt so ein Code, ne? Das Code im Deckel. Code, mit Code im Deckel. So trinke ich meinen Schlotz am liebsten. Mein Schlotz, den mag ich gerne mit Code im Deckel. Aber bringst du mir nur eine große Flasche von diesem Braunschlotz mit? Eine braunsche Cola? Eine braunsche Cola? Agola. Agola, eine braunsche Cola trunke. Aber was für ein Code muss denn da rein? Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir den in der Scheune oder so. Hängen irgendwie, ah, jetzt. Was ist jetzt los? Oh Gott, Bombe! Kann man die entschärfen? 9, 8, 7, oh mein Gott! Ich weiß es nicht, ich hab die Taschenlampe weggeworfen. Oh Gott! Was soll denn das? Oh! Ich bin auch tot, okay. Oh mein Gott. Gut, dass wir vorher gespeichert haben. Oh mein Gott. Puh, okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter mit der Bombe, ne? Geht's weiter runter. Weiter runter. Okay, die liegt Gott sei Dank auch hier. Liegt da. Ah, Leute, das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.